Das brauchen wir, oder? Brauchen wir das Ding hier? So einen Spritzer brauchen wir, ne? Kannst auch drauf pissen. Meinst du, das bringt was? Geht das mit diesem komischen Spritzer hier? Nee, hier gibt's keine Beschreibung. Oder doch, warte mal, hier gibt's eine Info. Düngerspritzen werden für die Ertrag... Nee, das ist es schon mal nicht, ne? Düngerspritzen werden für die Ertragssteigerung bei Feldern genutzt. Ist das das Richtige? Ja, okay. Ich nehme aber das Ding, ne? Gleich das Größere. Reifenhersteller Michelin, ja, das ist wichtig. Arbeitsbreite 37 cm. Ja, komm, wenn schon, denn schon, ne? 27 Meter. Aber ist das nicht ein bisschen groß? Komm, wir machen 30 Meter. Let's go. Einmal übers Feld rüber, das passt schon. So, steht beim Händler abholbereit, wunderbar. Jetzt brauchen wir aber noch das Zeug, was da reinkommt, ne? Für die kleinen Felder, wie willst du da wenden? Gar nicht, wir fahren einmal übers Feld drüber und dann sind wir fertig. Ist doch klar. Hoffe ich. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Was brauchen wir jetzt? Kalk, Weizen, Hafer, Schweinefutter, Streusalz. Oder ist das Zeug da schon drin? Nee, ne? Flüssigdünger. Aber Düngen macht doch das Unkraut nicht weg, oder? Oh ja, kann ich machen, warte. Hier. Herbizid brauche ich. Feldgespritze eingewendet, um Unkraut zu bekämpfen. Alles klar. Aber köpfen. So. Zack. So, mal kurz den Trecker rein da oder Dinge eben holen. Jockeln wir da mal eben kurz das Feld drüber oder mal gucken, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Und einfach jäten per Hand. Klar. Sicherlich. Christian 211090, Dankeschön für 18 Monate. Und Chuvi 88, Dankeschön für 27 Monate. Moldy 11, Dankeschön für 8 Monate. Und Drobi 335, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Und Quantas 380, so rum. Dankeschön für deine 30 Monate im Tier 3, Digga. Dankeschön, Digga. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Kitschi, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das Feld jieten. Jiest. Und Metal United, Dankeschön für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Eine Kleinigkeit für den besten Landwirt. Bester Landwirt. Ich glaube, da hast du dich verspendet. Ich glaube, du wolltest woanders hin. Ich glaube nicht, dass du mich meintest. Lol, Kappa, Kappa, Lol. Kapparol. Kapparol. Alles klar. Oh, warte mal. Ich hoffe, das Ding ist nicht zu groß, ne? Ich hoffe, das Ding ist nicht zu groß. Kommen wir denn überhaupt hin mit dem... Warte mal. Okay, ich stelle mich hier mal gerade hin. Kann ich das Ding hier bespritzen, sage ich schon. Fülle das Gerät zuerst auf. Wie kann ich das wie geht das mit dem Auffüllen? Auffüllen mit R. Ah, okay. Reiner Deluxe. Geil. Jetzt muss ich trotzdem gleich mal gucken, ob das nicht doch zu groß ist, was wir da gekauft haben. Okay, das Ding ist 44% voll mit einer... Alles klar. Lass mich mal ganz kurz ausfahren, den Lachs. Warte. Du brauchst andere Reifen. Ja? Brauche ich die? So, warte mal, ich fahre mal aus. Wie geht das? Achso, ausklappen zuerst. Warte mal, wie geht das mit dem Ausklappen hier?
Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben für das kleine Feld, ne? Aber wir werden irgendwann noch größere Felder haben und dann brauchen wir so ein Teil. Ich meine, da brauchen wir zweimal durchfahren. Fertig. So, wie ändere ich jetzt die Reifen von dem Gerät? Weiß das einer? Irgendwie wahrscheinlich hier drüber, wa? Okay, können wir unseren Kleiderschrank noch ändern? Wie kann ich denn jetzt die Reifen von dem Ding ändern? Geht das im Nachhinein überhaupt? In der Werkstatt. Wo ist denn die Werkstatt? Werkstattsymbol. Neben dem Händler. Gucken wir uns mal um hier. Morgen! Links. Okay, warte, ich fahr nochmal rum hier. Warte. Ich fahr hier auch mal durch die Gegend. Zum Schraubenschlüssel beim Shop. Das ist hier vorne, oder? Ah, alles klar. Ah ja. Lackzustand, reparieren. Warum reparieren? Willst du mich verarschen? Reifenvariante, Standard. Pflegebereifung. Ah ja. Danke. Ah, da sieht doch schon angenehm aus. Aber jetzt habe ich keine Pflegebereifung auf meinem Truck drauf, ne? Ich brauche auf dem Truck, auf dem Truck brauche ich die auch logischerweise, ne? Ei. Breitreifen. Haben wir hier. Ja, genau. Gibt's die für den nicht, oder was? Ja, Pflegebereifung stellen wir nicht her. Braucht keiner so einen Scheiß. Was ist ein Kommunal? Lol. Okay. Das ist ja lustig. Wir haben keine. Hier gibt's keine Reifen dafür. Was machen wir jetzt? Kann ja wohl nicht. Müssen wir einen anderen kaufen. Scheiße, so Kackladen hier. Ja, dann kaufen wir einen neuen Traktor. Passt so. Was kaufen wir uns? Valtra. Klaas? So, Klaas ist doch auch mal nicht schlecht. Gibt es da so eine Reifen hier? Radgewicht, Breitstreifen, Breitreifen. Also wie viele verschiedene Reifen gibt. Was ist das? Ey, da kannst du auch direkt in den Krieg mitfahren. Oh, hier Pflegebereifung, guck mal. Guck mal, der reicht doch vollkommen, oder? Meint ihr nicht, dass das hinhaut? Design EU oder US? Was ist da der Unterschied? Okay, wow. Lol. Das bisschen ist. Okay, krass. Aber wir können ja noch einen anderen Motor reinbauen, ne? Der hat dann 264 PS. Kannst auch gebraucht kaufen. Wo geht das eigentlich? Ich kann den auch mieten einfach. Guck mal, ich miete den einfach für 9000. Ich miete den eben fix. Wir fahren damit durch die Gegend und dann reicht das doch, oder? Na, guck mal. So machen wir das eben. Wir mieten den Lachs eben und dann passt das doch auch, ne? Ich lasse unseren eben hier stehen. Moinsen. So. Den parken wir hier eben. Einmal abkoppeln. Ne, abkoppeln. Stelle ich den hier eben vor die Tür. So. Koppeln wir das andere Ding eben dran. Vorsicht! So.
Wir wollen ja eben nur mal kurz da Unkraut aufs Feld schmeißen. Ne? Mehr wollen wir ja gar nicht machen. Also Unkrautvernichter. Ich hoffe, der kann ja überhaupt damit fahren, ne? Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Dadurch, dass er eine eigene Achse hinten hat, dürfte das eigentlich kein Problem sein. So. Brauche nicht nach Vorfahrt gucken. Ich bin Landwirt. Ich kann aber so fahren. So, dann gehen wir mal das Ding düngen. Wie gesagt, wir müssen da wahrscheinlich eh nur einmal durchfahren. Mit der Spannweite, die wir hier haben, reicht das. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht, wenn wir da einmal durchfahren. Glaube ich. Und wahrscheinlich bleiben wir an irgendwelchen Bäumen hängen. Aber ganz ehrlich, der Baum, an dem wir hängen bleiben, der wird geschlachtet. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da kenne ich nämlich nichts. So, Vorsicht. Ich muss hier mal durch. Alter, das Ding ist viel zu groß für das Feld. Okay, vielleicht müssen wir doch zweimal drüber fahren, aber mehr auch nicht. Wobei. Warte mal, ich stelle mich mal kurz in die Mitte. Und wir gucken mal. Es könnte sein, dass wir tatsächlich wirklich nur einmal drüber fahren müssen. Uiuiui. Ui, ui. Dürfte ja kein Problem sein, weil ich habe ja Pflegereifen drauf, ne? Oder? Muss ich hier drauf fahren können, ist kein Problem. Doch, habe ich mir den Lachs ja extra gekauft, nicht? So, fahr mal raus da, dein Lachs. Wo geht das nochmal? Feldspritze anschalten, ausfahren. Wo war das? Aufklappen. Bam, gleich ist die Scheune da hinten weg. Ja. Okay, es wäre wirklich fast nur eine Tour gewesen, ne? Aber ich fahre zweimal drüber. Wir müssten eigentlich, wenn ich das richtig sehe, hier relativ gut hinkommen. Fast. Ja, wir fahren einfach zweimal drüber, das passt schon. So, guck mal. Einmal rüber da. So, siehst du, das läuft doch. Das läuft. Machen wir das Ding einmal aus und wir müssen es auch zusammenklappen, weil anders da funktioniert es nicht. Wir können hier sonst nicht wenden. Kann's vergessen. Instant Unkraut tot. So läuft das bei Landwirten. Deswegen, wenn die Mutti sagt, wasch deinen Apfel, bevor du isst, das hat einen Grund. Weil Mutti ist nämlich auch Landwirtin. Deine Mutter sieht aus wie John Deere. Hast du ausgebracht? Was habe ich ausgebracht? Ich habe nichts ausgebracht. Müll vorhin, ja. Habe ich ausgebracht, aber ausgebracht nicht. Na komm, ist ausgeklappt jetzt oder was? Läuft. Schön, erstmal das umliegende Land. Pam, pam. Das ist aber schon cool gemacht, ey. Das ist schon echt nice. Oh, leucht dies. Schön erstmal die Chemie aufs Feld. Das wären geile Zuckerrüben, du. Das sag ich dir. So gefällt mir das. Bitte jetzt doppelt tot. Naja, mein Gott. Passt schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier steht. Ah, sieht schon besser aus jetzt, guck. Wachstum im Wachstum und Unkraut. Immer noch 50% Unkraut, willst du mich verarschen? Da sind immer noch 50% Unkraut dazwischen. Ach, man muss zweimal rübergehen. Alter! Okay, zweimal die Chemie drauf, oder was? Alles klar. So.
Fahr mal außer Dingen. Nicht direkt hintereinander. Soll ich nicht nochmal drüber fahren jetzt? Nee. Okay, dann lasse ich das lieber. Nicht, dass die Ernte jetzt kaputt geht, ne? Das wäre ja ärgerlich. Oh, da ist das Haus im Weg. Naja, macht nichts. Passt. Muss erstmal warten. Ja, dann warten wir erstmal, aber dann fahren wir die Maschine mal hier vorne hin und den Trecker können wir erstmal behalten. Ich meine, wir haben den jetzt erstmal gemietet. Ich weiß nicht, für wie lange die Miete dann gilt. Keine Ahnung. Aber ich meine, erstmal haben wir ihn ja, ne? Also können wir jetzt erstmal behalten und gucken, wie das so ist. So, lass mal hier auf dem Feld hier vorne gucken. Hier ist wahrscheinlich noch nicht viel passiert. Kann man hier vorspulen in dem Game? Taste 8. Okay, gucken wir gleich mal. Wachstumsphase. Taste 8. Was heißen die Zahlen da dran? Okay, die Wolken ziehen jetzt auch relativ schnell. Ah, das spult jetzt quasi vor. Alles klar, ich verstehe. Okay, ich lasse das aber mal kurz bei 3 Minuten. Ich werde jetzt mal... Ich mache mal ganz kurz eine Pipi-Pause. Was haltet ihr da von der Idee? Wir machen ein kurzes Pipi-Päuschen. Ich bleibe hier einfach mal stehen, ne? Ich bleibe hier einfach mal stehen. Wir machen ein kurzes Pipi-Päuschen. Und ich gehe mir noch irgendwas zu trinken holen. Du zahlst den Trecker pro Ingame-Stunde-Miete. Ach so. Ja, dann gucken wir, dass wir den gleich wieder zurückbringen, glaube ich. Okay, ich lasse hier einfach mal stehen und lasse die Zeit einfach ein bisschen schneller laufen. Ich mach mal 10. Ich glaube mal 10 sollte passen. Das passt. Okay, ich bin sofort wieder da. Dann geht's weiter mit dem Landwirtschaftssimulator, ne? So. Aber habt ihr nicht gesagt, man kann auch schlafen gehen? Das Problem ist, wir haben kein Bett und wir haben noch kein Haus, ne? Ach ja, warte mal, wir haben den Trecker gemietet. Richtig, wir müssen den abgeben. Können wir das jetzt noch in die Uhrzeit? Nehmen die den noch an? Ja, oder? Müssen die ja. Müssen die ja machen. Warte mal zurück. Alter, die Mucke passt richtig zu dem Auto hier, ne? Zu dem Trecker. Erstmal schön durch die Streets cruisen. Um die Uhrzeit. Was geht? Ach so, ohne Licht. Ja, stimmt. Warte mal, wir brauchen noch Licht. So. Passt ja schon. Okay. Wie gebe ich das Ding ab? Mach ich hier wahrscheinlich, ne? Moinsen! Ne, wie kann ich denn den gemieteten Trecker zurückgeben? Zurückgeben. Ist das... Das ist der, glaube ich, ne? Okay, nice. Sauber. Cool. Okay. Alter. Beste Beleuchtung. Da sehe ich uns. Okay, ich lasse mal wieder mehr durchlaufen. Ja, wo kann ich schlafen? Wir haben noch kein Bett, ne? Wir können gar nicht schlafen, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch kein Bett. Das ist blöd.
brauchen ein eigenes Haus. Okay, wir gucken gleich mal, ob wir uns ein eigenes Haus bauen können. Erstmal Versicherung. Schön, die ISS auch noch was von. Ja klar. Muss ja. Guck mal, hier ist nachts mehr los als tagsüber. Ist auch lustig, ne? So, wir haben das Haus. Da gucken wir doch mal, wo das Haus hier ist. Gehört das Haus nicht zum Feld dazu? Ich weiß es nicht. Ist das das hier? Weil das links hier ist nur eine Scheune, ne? Da können wir nicht drin schlafen. Das hier, das ist nur eine Scheune. Da können wir nicht drin pennen, glaube ich. Geradezu? Das da vorne, oder was? Ein Bett im Kornfeld. Hier können wir drinnen pennen, echt jetzt? Ach, hier hinten, ja stimmt, warte mal. Oder können wir... Hier oben. Das ist ja auch hübsch hier. Okay. Okay, okay. Huch. Ah! Hilfe! Achso. Warte, warte, warte. Aber ich habe kein Bett hier drin. Ich bin ein armer Bauer. Ich sehe auch nichts mehr. Es ist komplett dunkel. Ach komm, Chef, wir brauchen keinen Schlaf. Wer braucht schon Schlaf? Brauchen wir nicht. Wir warten aber, bis es hell wird. Ist ja gleich soweit. Muss dir ein Farmhaus bauen. Ja, ja, müssen wir gleich machen. Müssen wir gleich machen. Achso, einfach R drücken oder was? Nee. Nee, ist auch egal. Wie gesagt, wird eh gleich hell. Um 5 fängt der Bauer eh an. Ich habe auch schon auf Heu geschlafen. Jetzt hab dich nicht so... Du hast auf Heu geschlafen, Fox. Was ist da denn los? Taschenlampe. Ach stimmt, ja. Wir haben eine Taschenlampe. Richtig. Für arme Bauern, die sich sonst nichts leisten können. Okay, Fox. Warum hast du auf Heu geschlafen? Das möchte ich jetzt irgendwie wissen. War eine lange alkoholreiche Nacht. Ach so, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Was? Ich hatte mir ein Halloween-Foto gemacht. Kannst du dich erinnern? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das Foto. Ich erinnere mich. Sehr nice. Cool. Hi. So, was ist hier? Gedüngt 12%. Okay. Im Wachstum. Aber hier wächst wenigstens was. Guck mal. Oh, guck mal, der Sonnenaufgang. Hier wächst was. Guck mal. Wir haben kein Unkraut hier. Das ist auch nice. Okay, ich drehe mal die Zahl. Ich drehe mal die Zahl jetzt ein bisschen runter. 30 reicht, glaube ich, ne? Wie sieht's hier aus? Unkraut 50% im Wachstum. Und wie sieht's mit den elenden Sonnenblumen da vorne aus? Habe ich hier wohl noch ein Auto gehabt? Ja, guck mal hier. So, wie sieht's mit den Blümcher hier aus? Die sind wahrscheinlich noch nicht fertig, ne? Abgeerntet. Wer hat denn hier meine Blumen abgeerntet? Im Wachstum. Okay, können wir auch noch nichts machen. Ja, wir können gerade noch nicht wirklich viel machen, ne? Außer die ganze Zeit warten. Das heißt, ich werde die Zeit, glaube ich, wieder vordrehen, ne? Und wir können halt gerade nichts machen. Huh? Pack mal das Auto da vorne in der Scheune. Was macht man so als Bauer jetzt, wenn man in der Zeit, wo man nichts machen kann?
Wir könnten ja eigentlich schon mal gucken, theoretisch gesehen. Saufen und schlafen. Könnten wir nicht eigentlich jetzt... Wir müssen mal gucken. Können wir nicht... Was brauchen wir denn, um die einzelnen Sachen zu ernten? Also was brauchen wir für die... Was brauchen wir für den Raps zum Ernten? Ich gehe mal zum Händler. Ich guck mir das mal an. Was wir hier brauchen. Schneidewerk. Was ist das hier? Wird von Dreschern benötigt. Benötigt. Jetzt habe ich schon wieder die Symbole vergessen. Scheiße. Das hier brauchen wir für Sonnenblumen auf jeden Fall. Das heißt, so ein Ding könnten wir uns eigentlich schon mal kaufen. Theoretisch gesehen. Guck jetzt gerade, ob es hier irgendeins gibt, was auch für alles ist. Also für Sonnenblumen und für... Aber das sieht mir nicht so aus. Alter, das ist was für ein Riesenteil. Okay, okay, okay. Also das Ding hier würde ich schon mal gerne kaufen, weil das brauchen wir für die Sonnenblumen sowieso. Ich glaube, wir brauchen aber auch einen Mähdrescher, ne? Warte mal, was heißt denn Kombination? Ach, wir können das mit einem Auto kaufen, direkt mit einem Mähdrescher können wir das direkt kaufen. Das ist ja auch interessant, ne? Das Ding ist, wir brauchen eigentlich jetzt dann den Mähdrescher. Und wir brauchen zusätzlich zu dem Mähdrescher eigentlich auch gleichzeitig noch Dingens, ne? Wir bräuchten auch gleichzeitig eigentlich noch dann einen Anhänger, wo wir die Sachen reinladen können, ne? Ja, das wird teuer. Habt ihr nicht irgendwas von einem Gebrauchtmarkt gesagt? Es gibt doch hier irgendwo einen Gebrauchtmarkt. Gekaufte Gerätschaften. Nee. Ja komm, kaufen wir uns erstmal einen Mähdrescher. Bringt ja nichts. Aber ich würde den günstigsten nehmen hier, ne? Erstmal, weil sonst wird es mit der Kohle echt langsam knapp. Gut, vielleicht den Deutz. Vielleicht den Deutz? Stufenlos, der kann alles machen. Ja komm, let's go. We need this. Topliner. Ich glaube, das Ding ist erstmal nicht schlecht, oder? Ah, das war der Gebrauchmarkt. Okay, ich dachte, das mit den Prozenten heißt, dass es nur Rabatte irgendwie sind und nicht Gebrauchdinger. Aber das ist der hier, ne? Ah, okay, da ist halt nichts dabei, was wir gerade brauchen. Der ist für Karotten oder was? Oder Kartoffeln? Karotten, glaube ich, ne? Okay, pass auf. Dann brauchen wir natürlich noch... Warte, warte, warte. Wir brauchen auch noch ein jeweiliges Gerät dafür. Snoidewerke. Hier, Sonnenblumen. Das brauche ich. Jo. Alter, was das alles kostet, ne? Junge, 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 Junge. Oh, ich hoffe, der kann das Ding überhaupt fahren. Ich hoffe, der ist nicht zu schwer. Schauen wir mal. Ist das der falsche Ding, was ich hier gekauft habe? Das sieht ja nicht schlecht aus, oder? Geht doch klar. Passt. Können wir da gleich... Den Anhänger können wir da... Nee, können wir da nicht. Können wir noch nicht dranhängen. Wir haben nämlich... Hier kann man keinen Anhänger dranhängen.